Hallo und herzlich willkommen in der nächsten Folge. Ja, wir sind gerade auf der Flucht vor Zombies und haben keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wie es weitergeht. Aber im Moment scheint keiner um uns rum zu sein. Vielleicht ist ganz kurz Zeit, um einen Happen zu essen. So, gut. Und komm, weiter hier. Weiter. Bursche. Bursche im schwarzen Armani-Höschen. Armani? Gibt es überhaupt Unterwäsche von Armani? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der gute Herr Licht am Kopf. Oh no. Was ist das denn hier? Ach, das ist einfach noch nicht aufgebaut. Hier können wir reingucken. Sehen ein paar Nahrungsmittel. Das ist schon mal ganz nett. Open. Ich glaube, es gibt ja... Da kommt schon wieder jemand. Es gibt ja auch... Was ist das denn? Was ist das? Eine Zeitung? Es gibt ja auch... irgendwo ein Baumarkt. Brot. Oh, sehr gut. Was es hier alles gibt. Aber ich glaube, ich sollte mich schnell verziehen. Kommt das noch? Dann habe ich erstmal genug. Oh, ganz viel zu essen, sehr gut. Zombies brauchen auch immer eine ganze Weile, bis die durch die Türen durchgekommen sind. Boah, diese furchtbar melancholische Musik. Wo bin ich hier überhaupt? Ach, das ist ein Badezimmer. Oh, ein Stockwerk höher. So was hatte ich noch nicht. Ein Klo, juhu. Bettchen. Ja, das könnte ich mir vielleicht mal ansehen. Also bis das Monster hier ist, dauert es noch ein bisschen. Oh, ich habe ein bisschen Schmerzen. Ja, wo denn? Ach, ich brauche die Schmerzpillen. Nee, nicht die Schlafpillen. Nicht die Schlafpillen. Wo sind die Schmerzmittel? Sag nicht, dass ich die habe liegen lassen. Bitte nicht. Ja, okay, das hier mit dem Inventar, das könnte man noch ein bisschen ausbauen, denke ich. Ach, da. Painkillers. So, jetzt bin ich nur noch müde. Und leg mich ein bisschen halbnackend ins Bett. Jawohl. Nein, noch nicht. Erstmal machen wir das. So. Das muss man auf jeden Fall vor dem Schlafen drücken, sonst wird es... Oh, ich trage ein bisschen zu viel. Hä? Das stimmt doch gar nicht. 148 von 275. Ist doch super. Aber ich muss ja ohnehin etwas essen. Also pfeifen wir uns gerade. Na, die wiegen ja nur 0,2, die Chips. Was haben wir noch? Noch mehr. So. Okay, wie geht's hier weiter? Also hier oben findet ja nicht so viel statt, ne? Oh! Jetzt hast du mich aber überrascht, Kumpel. Haha. Aber da haben wir kurz einen Prozess gemacht, mein Lieber. Mein Lieber. Ja, mein Lieber. Ha. Also scared war ich jetzt nicht. Den habe ich irgendwie gut verarbeitet. Ich sollte mir aber meine Energie ein bisschen aufbewahren. Ich sollte hier nicht die ganze Zeit wie so ein Idiot rumlaufen. Wo ging es denn nochmal nach unten? Hier geht es noch weiter runter. Ah ne, das ist alles klar. Ja, man muss hier erstmal den Durchblick haben.
Was ist das für ein riesengroßes Haus eigentlich? Das ist ja die reinste Villa. Ich finde, man sollte das Lied... Quatsch, das Spiel mit ein bisschen Happy-Musik unterlegen. Das ist nicht so bedrückend. Das macht einen ja richtig depressiv. Oh, naja, ein bisschen was zu essen. Oh, hier ist ja gar keine Tür mehr vorhanden. Oh, was ist das denn? Ein Stift. Das stimmt doch gar nicht, dass ich zu viel habe. Aber wofür... Wofür zum Teufel brauche ich einen Stift? Der ist ja schon wieder müde, der Typ. Ach, guck mal, ich verstehe das nicht. 154 von 300. Also da steige ich noch nicht so ganz durch. Vielleicht wisst ihr es ja. Vielleicht habt ihr es ja schon mal gespielt. Taschentücher. Ah, vielleicht muss ich die Taschentücher craften. Ich muss aber mal gerade das hier umstellen. Jetzt wird es wieder etwas sehr viel kleiner. Damit ich meine ganzen Sachen sehen kann. So ist es natürlich viel übersichtlicher. Hier sehe ich zum Beispiel, das scheint irgendein großer Markt zu sein. Allerdings, ja, so viel kann ich ja gar nicht tragen. Komm, wir essen noch mal ein bisschen was. Und... Nee. Manu, ich möchte hier craften. Verstehe ich jetzt nicht. Mache ich mal wieder klein. Jetzt geht's. Seltsam. Vielleicht muss ich... Also das hier muss auf jeden Fall weg. Hä? So, trinken wir halt noch was. Das und das, vielleicht ist das das Falsche und wir müssen die Taschentücher nehmen. Irgendwie konnte man sich auf jeden Fall... Nee, auch nicht. Dann weiß ich es auch nicht, Leute. Muss ich mich beim nächsten Mal nochmal informieren. Auf jeden Fall gehe ich jetzt nicht schon wieder ins Bett. Guck mal, wir haben erst 10 vor 4. Garlockt! Aber ich habe doch eine Axt. Die Axt im Haus erspart den... Ach, guck mal, da unten sieht man Health. Die geht runter. Ja. Oh, aber ich glaube, mit diesen Geräuschen locke ich auch die Bösewichte auf mich. Komm schon. Holz! Ich kann doch nicht Holz durch Tür kaputt machen bekommen, oder? Oh, dieses Gestöhne ist aber kein gutes Zeichen. Ja. Soll ich jetzt auf der Couch schlafen, oder was? Na gut, ich glaube, es bleibt mir nichts anderes übrig. Also... Gut, probieren wir's. Have a snack. Yeah, man. I'm going to have a snack. Oh, das Trinken zählt auch schon als Snack. Ja, guck mal, dann werde ich aber nicht so schnell verhungern. Was mir nur nicht passieren... Ah, nee, das... Ah. Was machst du hier in der Küche, Boy? So, hier machen wir jetzt mal zu. Aber ich habe ja immer noch die gestohlenen Sachen von dem Nachbarn dabei. Nicht wahr? Und wenn ich mir hier jetzt etwas zu essen mache, dann kommt der bestimmt gleich und macht mich kalt. Bestimmt. Na, wir werden es jetzt sehen. Ich muss auf jeden Fall mal was Richtiges essen, damit ich nicht dauernd Hunger habe. Canned soup, man. So, ab in den Ofen damit. Ich carrying a little too much, das stimmt doch gar nicht. Also das ist irgendwie komisch.
Vor allem, wo trägt der Typ eigentlich die ganzen Sachen? In seiner Unterhose? Geiler Typ. Aber wohl, naja, dann scheint er besonders viel Platz zu haben in seiner Unterhose. Wenn das da alles reinpasst. Mein Gott. Oder er steckt sich das in den... Könnte ja auch sein. Anguckt. Anguckt, yes. Hami. So, und dafür kriegen wir bestimmt gleich die Quittung. Indem wieder dieser Wahnsinnige kommt, um uns kalt zu machen. Ganz ruhig bleiben. Ach, dieses Badezimmer, ich kann sie nicht mehr sehen. Wir wissen, dass die Leute hier sehr reinlich sind und mindestens zwei Badezimmer in jeder Wohnung haben. Na gut, dann gehen wir wieder runter. Das war ja für die Katze irgendwie hier. Was haben wir denn hier? Gibt es viel Futter, Futter, Futter. Aber ich möchte kein Futter, 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 sondern ich möchte lieber was aus dem Baumarkt, weil ich weiß, dass es hier irgendwo einen Baumarkt geben tut. Oh, da höre ich aber schon wieder viel Gestöhne. Wo ist der Baumarkt? Ach, hier sind wir jetzt, auf der anderen Seite. Aber guck mal, hier gibt es auch nichts, weißt du? Scotch. Taschentücher für den Mann oder für die Frau. Ah, das ist gut. Daraus kann ich mir nochmal Dinger machen. Die wiegen 1. Ich höre doch da schon wieder was. Bestimmt wieder der Nachbar. Meint ihr nicht auch? Puh. Also bis jetzt schlagen wir uns relativ gut. Puh, ich bin ein bisschen angespannt. Ach komm, wir ziehen uns jetzt mal was an. Ich kann es mir nicht mehr mit ansehen. So, Kissen auf dem Kopf. Nein. Ach, jetzt ist er schon wieder müde. Um 10 nach 2. Ich meine, wenn ich auch schon immer so früh ins Bett gehe, ist das auch kein Wunder, ne? Irgendwie ist mein Schlaf-Wach-Rhythmus ein bisschen durcheinander. Ich hab doch schon wieder was gehört. Bestimmt sucht mich dieser wahnsinnige Nachbar. Oh. Bin ein bisschen verletzt. Wo bin ich verletzt? Aber irgendwie, es scheint sich wieder zu füllen. Dann ist ja gut. Ich dachte, ich müsste mich jetzt irgendwie verbinden oder sowas. Puh, wo ist der Baumarkt? Ich brauche Holz und Waffen. Sorry, Kenneth Hill. Ich habe das zu deinem Gedächtnis getan. Na komm, wir nehmen... Ach, das ist alles Suppe. Es ist noch Suppe da. Nun ja. Oh, eine Batterie. Auch interessant. So, wir wollen uns mal langsam, aber sicher. Wir haben schon eine ganze Menge jetzt gesammelt und uns irgendwie ein Domizil bauen. Dafür brauchen wir aber, wie gesagt, mehr Holz. Obwohl, ich meine, ich könnte ja auch die ganzen Türen kaputt machen, ne? Ich suche jetzt erstmal den Baumarkt. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Dann gucken wir weiter.